So, hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter zum neuen Video mit einer neuen Yamaha. Ich hab ein bisschen dreckig gemacht. Ich steige jetzt ins Bike-Business ein. Aber ich bleibe im Bike-Business, gehe aber auf den Pedalantrieb. Bin gerade schon den ersten Trail gefahren. Direkt quasi vor der Haustür. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ja, der Antrieb ist ein bisschen leiser. Oh. Fahrrad hat sich ausgeschaltet. Der Antrieb ist ein bisschen leiser geworden. Er surrt ein wenig. Kann man ja mal direkt drüber reden. So nimmt man hinterher ein Voice-Over, wenn es nicht funktioniert. Warum das Ganze? Also, ich bin ja bei sowas wieder Einsteiger, grundsätzlich. Ich komme ja aus so einem Land, wo nur Wald ums Eck ist, wo ich nur Wald drumherum kenne. Und ich bin so von 10, bis ich einen Autoführerschein hatte im Erzgebirge, also bis so 18, über die Waldautobahn geballert. Also jetzt wirklich geballert. Mit dem Hardtail, also ohne Fully, ohne Federung. Ohne drüber nachzudenken, man war jung, war mir alles egal. Ich schwöre, ich bin da wirklich runtergeballert. Ich hatte stellenweise Tränen in den Augen. Aber nicht vom Geil und nicht vom Weinen, sondern davon, weil ich zu schnell gefahren bin. Ja. So, resume ride. Dreckig geworden. So, drücken um und ach, da muss ich drauf drücken. Alles klar. So, ja. Haben wir das auch wieder? 60 Kilometer Reichweite, das passt. So. Ja, so fährt man an, genau, im kleinen Gang. Ja. Ja, so Trittfrequenz 80, das ist wie wenn ich auf dem Crosstrainer am Ergometer im Fitnessstudio sitze. Ja, nee, genau, ich war am Erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ja, da bin ich ja weggezogen, 20 Jahre lang nichts gemacht, zwischendrin mein Hardtail gehabt. Wo ich aber mehr so auf den, am Rhein unten in Düsseldorf, so auf den Wegen am Rhein lang gefahren bin. Das war nichts ernsthaft zwischen Mountainbiken. Das war sowas hier. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, irgendwann habe ich daran Interesse verloren. Da haben sie mir das Ding irgendwann geklaut und dann war erstmal Feierabend. Doof, aber ist so. Dann war lange Zeit nur noch das bla 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 bla. Also Motorradfahren im Fokus. Jetzt bin ich die Tage vor 6 bis 8 Wochen durch den Kollegen in dem Motorradforum wieder mal auf das Thema Mountainbiken aufmerksam gemacht worden. Dann hab mir gedacht, ja eigentlich ist das auch geil, ne? Du hast ja auch ein bisschen grünes Herz. Oje. Was sagt er denn jetzt? Auch nicht. Oje, was sagt er denn jetzt? Er hat ein grünes Herz, ja. Ach, ich bin schon mit dem Motorrad hergefahren, ja. Genau. Das Thema Motorrad kommt auch gleich. Ja. Hab mir gedacht, die probiere ich so weit mal aus. Weil so ein Rain E 1. Rain E plus 1, so heißt es, genau. Ist jetzt nichts das billigste Sportgerät. Ja, dann, ja, genau. Mann, sind die laut! Schlimm! Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, hier kommen jetzt ein paar mehr mal kurz lang.
Zug 93. So. Dann tun wir mal unser Bestes. Anlieger und Radler frei, genau. Hier bist du zum Mopedland, das ist die Elfringhauser Schweiz hier. Ne? So. Wir waren beim Thema. Ja, dann bin ich das Ding da, bin ich nach Winterberg hoch, Bike Service Glante, Trailpark Winterberg, das Dingprobe gefahren und hab mir nach einer Stunde gedacht, es ist gerade ganz schön windig, ich hoffe man versteht mich, halala. Wie gesagt, da zwei Voice-Over hinten her, was fehlt. Hab mir nach einer Stunde gedacht, sowas brauche ich wieder. Bin dann die ganzen Trails lang gefahren im Trailpark, bin danach noch so ein bisschen durch den Wald geballert. Und dann ging's suchen los. So, warum brauche ich das? Ja, es ist Sport, ne, meine Freunde. Ich habe ja schon mal in anderen Vlogs erzählt, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Ich glaube, man sieht's auch. Die Arme sehen jetzt nicht ganz normal aus. So, Drawer Post runtergebeamt. Fahren ohne Schutzkleidung. Ich habe noch nichts an. Das sollte eigentlich nur mal so eine Testfahrt werden. Dass das gleich so geil wird, habe ich nicht gedacht. Genau, es ist Sport. Oh, es ist wie Moped fahren. Schön drücken. Einmal auf den Lenker. So, so, was sagt der hier? Danke. Hier stand hier auch schon. Ja. Gut, jetzt machen wir. Ach nee, hat er gesagt. No. Ich bin nur doof. Da lang. No, Gang ist der richtige. Nehme ich immer einen kleinen Gang. Also einen großen Gang. Einen kleinen Gang mit großer Drehzahl, mit großer Ritzelzahl anfahren. Jetzt hier rein. Hier? Hier. Darf ich hier lang? Reiten und Fahren verboten. Hm. Gucken, was der mir sagt. Bei nächster Möglichkeit links abbiegen, danach links halten. Hallo. Danke. Naja, Pferde. Jetzt links abbiegen, danach links halten. Oh, ach du Scheiße. Wo muss ich jetzt her? Danke sehr. Achso, viel Spaß. Ja, das hat ein bisschen mehr wie 2 PS hier. Wenn ich die Newtonmeter hochrechne auf PS, der Motor so antreibt. Nee, es ist Sport. Ich hatte auf diese gesamten hohen Unterhaltungskosten beim Motorrad, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, ist ja so, dass ich mir das nicht leisten könnte. Ich will es mir einfach nicht mehr leisten. Und ich hatte einfach mal wieder Bock auf was Neues. Das Fahrrad passt ins Auto rein. Am Wochenende geht es nach Winterberg. Wie gesagt, das war noch so ein bisschen so einrollen hier gedacht. Dass er jetzt direkt so dreckig wird. Das war nicht Teil des Plans. Aber gut, ne? Ich habe mir ein Mountainbike gekauft. Für nicht nur sowas. Also sowas war im Erzgebirge hier, ne? Da in der Nähe, wo ich herkomme, gibt es das Trails an der Rabenberg. Das gibt es seit 2013, also ich glaube seit 10 Jahren oder seit so. Soweit. Zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe, war dann halt dran zu denken. Ja, und jetzt bin ich wieder beim Thema Fahrrad gelandet. Und ich bin echt geil drauf, weil, also, was ich da gemacht habe, zum Beispiel in Winterberg, ich bin erst 2 Runden durch den Trailpark, einmal die Family First Tour.
Und dann die, ich glaube, Bremberg Pro hieße. Weil ich durfte mit dem Miet-E-Bike nicht in Bikepark. Ich war auch nicht dort. Ich schwöre. Ich war da wirklich nicht. Hab da noch meinen Billo-Helm alles gehabt, weil die teure Ausrüstung kaufen. Das hat mir übrigens auch keiner gesagt, dass die Ausrüstung auch ganz schön teuer ist. Aber trotzdem, ey, so ein guter Helm kostet 200 Euro. Oder 250. Da schrunzelt hier der Motorradfahrer drüber. Hier, das wäre mein Weg. Nee, dann bin ich da den Nordhang runter. Also ich bin dann zum Karl Ersten mal hoch, weil ich dachte, ach komm, wenn ich schon mal da bin, ne, fahren wir zum Karl Ersten hoch. Blapp, blapp. Fahren wir zum Karl Ersten hoch, ne? Ja, Komoot geladen und so eine Tour 25 Kilometer. Ich hab noch Bock. Ja, ging's da Nordhang runter. So, ja. Ich stand da oben, das Navi sagte geradeaus. Ich guck die Straße runter. Kam erstmal 3 Meter Drop. Der Profi war einfach so drüber weggesprungen. Das macht der Profi-Hunter vielleicht auch irgendwann. Aber ja, noch ist er Anfänger-Hunter oder Wiedereinsteiger. Und das ging dann halt mit 50 Berg runter. Und das war auch schon so adrenalinmäßig geil. Also, das ist fast wie Motorradfahren. Da habe ich mir da so die letzten 3 Wochen habe ich Bikepark-Videos gesucht. Willingen, Winterberg, Olpe, Fallenscheid. Da stand ich schon mit dem Motorrad. Da habe ich geguckt, wieso stehen hier so viele Fahrradfahrer rum. Green Hill in Schmallenberg. Das ist alles von hier total nah. Das ist schon echt geil. Und das ist quasi auch so ein Punkt. Der Bikepark kostet pro Tag. Ich glaube, die Tageskarte in Winterberg. Wenn man jetzt mit dem Biobike und ich mit dem E hochfährt, 35 Euro oder 41, 41 glaube ich. Das ist wie ein Tag Rennstrecke. Ein Tag Rennstrecke mit dem Pitbike. Gibt es auch ein paar Videos, war ich ja letztens in Spa. Da bist du nett. Da bist du bei 50 Euro beim Pitbike und bei Speer beim normalen bist du wahrscheinlich beim Huni. Das Hobby ist leider. Leider, liebe Motorradfahrer, da habt ihr einen großen Teil dazu beigetragen. Gesellschaftlich akzeptierter. Jedem, dem ich davon erzählt habe, boah geil, was ist das? Was hast du dir denn da geleistet? Sag ich, ja, ich habe mal etwas tiefer in die Tasche gegriffen. Ja, hier ist sowas, bin ich im Erzgebirge gefahren. Ne? Das ist jetzt nichts, da brauchst du kein Fully. Da brauchst du den Fully. Scheiße, jetzt muss ich hier hoch in dem Gang. Schwung holen. Und dann ohne Last schalten. Damit die Kette und den Umwerfer und das Schaltwerk und so weiter nicht kaputt machst. Weil der ist schon eher vom Fein hier drin. Ne? Jetzt muss ich aber gerade erstmal die Schnürsenkel zumachen. Jetzt links. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ach, hier gerade hoch. Ich mache erstmal ein paar Kurse. Aber darauf hätte ich auch schon Bock. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen Draufgänger. Das war ich auch immer beim Motorrad. Nur da habe ich zum Beispiel der Spritverbrauch und so andere Dinge davon abgehalten. Ja, Puls 150, ne? Es ist halt Sport. E-Bike ist kein Sport. Ja, was soll mir mal einer sagen? Ach ja, ich wollte Schnürsenkel zumachen. Ja, das hat keinen Seitenständer. Anstrengend. Können die nicht mal so Fahrradstiefel entwickeln? Puh. Ich wollte nicht so einen anstrengenden Weg fahren, direkt zum Einstieg. Hui. Schön eingesaut habe ich's. Habe ich gut gemacht. Wie ist hier? Ja, nichts mehr Giant. Also wie gesagt, das ist ein Giant Regen E1 E plus 1. Nichts gesponsert, alles selber gekauft. Aber ich bin ja auch noch überhaupt nicht im Bike bis drin, außer hier SB Connect.
die helfen auch. Ich habe jetzt den Automodus immer noch, der funktioniert aber eigentlich ganz gut. Ja, genau, Rennstreckenbesuche sind günstiger. Du kannst den ganzen Tag lang fahren, ey. Flowline, Jumpline, Springen muss ich immer noch üben. Ich habe sowas hier ums Eck. Und für sowas muss ich nichts bezahlen. Ne? Wanderer. Na ja. Verfolgt der Fahrradfahrer. Ja, so Jumplines, das ist wie Achterbahn. Wenn man sich so die Video anguckt, das ist Rollercoaster. Ich habe hier auch verschiedene, wo ich... Ach ja, genau, Geld. Ja. Würde ich das jetzt mit dem Motorrad fahren, eine Stunde Ausfahrt? 60 bis 100 Kilometer? Zahle meine Söhne. Hier, ein bisschen Strom. Ja, aber wie gesagt, sowas war das im Erzgebirge. Bei nächster Möglichkeit links. So, hier nehmen wir mal die Highline. Ja, das musste ich auch lernen. Also, wenn man denkt, in der IT ist alles Denglisch. Noch mal Mountainbike. Schon gut ausgeschildert hier. Aber für sowas hier, da brauchst du, kannst du mit dem Hardtail fahren. Der raus geht Fully. Aber trotzdem, das fährt sich schon wie auf einer Sänfte hier. Guter Kauf. Zurückgeben kann ich es eh nicht mehr, ich habe es benutzt. So. Hier. Als Bikepark anlegen. Ui, Wasser. Ja, ich habe mich richtig schön voll gesaut. Ja, ja, die Waschmaschine regelt. Nee, genau. Das glaube ich ja alles. Es ist bis auf die erste Anschaffung günstiger. Wow. Zum ersten Mal Vorderrad weggedriftet, aber damit kann ich ja umgehen. Das kenne ich ja vom Motorrad. Es macht genauso viel Spaß. Es ist grüner. Es ist umweltfreundlicher. Ja, ist es wirklich, ne? Das Adrenalin ist genauso da. Wenn du mal so eine richtige Jumpline runtergeballert bist, hast du genauso viel Adrenalin. So. Ui. Geil. Wenn ich jetzt einen Ständer hätte, wa? Nee, also das macht schon Bock. Und es ist halt auch Sport, ne? Und warum das Giant eigentlich? Ach ja, das wird mir so ein langer Laber-Vlog. Also, ich war ja im Sauerland, wie ich vorhin erzählte. Wie ich bereits erwähnte, war ich im Sauerland. Da hatte ich ein Ghost EASX 160 Universal. Also das hat mir der Bike-Vermieter gesagt. Wenn ich mir so die Farben von Ghost angucke, kann es auch ein Essential gewesen sein. Wurscht. Das hatte Federweg 160, 150. Also 160 vorne, 150 hinten. Ne? Mit irgendeinem so günstigeren Fahrwerk. Also jetzt nicht. Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht im Schlamm spielen. Na egal. Oh, wo muss ich jetzt hin? Ah, das war keine gute Idee. Immer ein bisschen vorbereiten. Schneller treten, schneller treten! Ja, ist ein bisschen zu schnell. So. Oh. Ups. Was machen wir denn jetzt? Ja, gut, dass ich was in der Arme habe. Geht's hier weiter? Mit 25 Kilo pro Liter, Alter. Oh, da ist der Rückstrahler fliegen gegangen. Ja. Erste verlustige Teile.
braucht man eh nicht im Wald. Immer auf die Seite ablegen, nie auf die Schaltseite. Für welche, die noch nie Mountainbike gefahren sind. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange. Scheiße, was sagt denn das Wetter? Dass ich noch nass werde. Ja, ne, so sieht ein dreckiger Wanderrucksack aus. Das ist übrigens ein Rucksack mit Rückenprotektor. Hier. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ich bin, glaube ich, gerade mal an der Hälfte. Bikeporn. Machen wir ein anderes. Dann zeige ich das mal. Aber letztendlich, wie gesagt, guckt nach. Giant Dragon. E plus 1. Ja, ah nee. So, mal für die Kleinen machen. Rahmenhöhe M. Und ich habe sie nicht wirklich nach der Sitzposition gekauft. Oh. Scheiße, geht's hier weiter? Fuck die Katz. Ja, hier geht's weiter. Der liegt wahrscheinlich schon weit länger. Bei nächster Möglichkeit links halten. Ja. Nee, das war ein Ghost EAS-660 und da habe ich schon gemerkt, boah, die Mallet-Konfiguration. Also 29 vorne, 27,5 hinten, das gefällt mir. Aha. Hallo. Bin ich verschiedene Bikesprobe gefahren, war einmal in Iserlohn, Orbea, KTM, war alles nix. Dann war ich bei Lucky Bike, die hatten ein Highbike Enduro, das hätte ich fast gekauft. Danach bin ich zu Fahrrad XXL gefahren, nach Bochum. Da ist mir dieses schöne, jetzt mir nicht ganz so graue Schmuckstück entgegengekommen. Das Graue und Yamaha hat einen Grund. Aber das wird später zu sehen sein. Boah, nicht so schnell. Weil schlammig und schnell. Das Grau in Yamaha hat einen Grund. Da kommt aber später noch was. Auch der Helm ist grau und schwarz. Das wird sich alles später noch zu einem guten Gesamtbild zusammenfügen. So, haben wir genug gelabert. Wir sehen uns wieder auf dem Trail. Aber wie gesagt, sowas war ein Hubballer. Nein, bin allein. Kommt bei Ihnen noch jemand? Nee, super. Muss nicht sein. Ah ja, Wanderer. Wir sind jetzt quasi gerade im Zweistromland unterwegs. Zwischen Wupper und Ruhr. Was sagt der? Was sagt der Akku? Der Akku sät noch zwei Balken. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ey! Wieso hast du Stopp gemacht? Ich bin jetzt Stopp. Mal weiter. Och ey. Was ein Scheiß. Nee. Ich hasse dich. Wie weit haben wir denn eigentlich noch? Scheiße, ey, wir sind gerade an der Hälfte. Verdammte Scheiße. Das hat länger gedauert, als ich wollte. Ich glaube, ich suche mir gleich mal einen Rückweg. Oder ich fahre gleich mit dem Auto einkaufen. Mit dem Fahrrad fahre ich genau nirgendwo hin.
So, ja, ui, krass. Was hier so Abhänge gibt. Alles nicht gewesen. Meiner Kunde seine Wahlheimat neu. Krasser Scheiß. Jetzt seht die Kamera. Ist gut. Ich bin richtig vollgesaut. Ja dann, danke fürs Zusehen. Wenn ich noch was finde, schalte ich nochmal ein. Und ich bin raus. Ciao.